Horizont und Turi 2TV. Iris Bode, Marketingchefin vom Handelsblatt. Frau Bode, das Handelsblatt ist eine traditionelle Zeitungsmarke. Ist das ein Nachteil, eine Zeitung verkaufen zu müssen? Nein, das ist überhaupt gar kein Nachteil, wobei wir beim Handelsblatt schon lange nicht mehr nur von der Zeitung als Darreichungsform von Journalismus sprechen, sondern wir reden eigentlich davon, Journalismus in drei Darreichungsformen anzubieten. Journalismus gedruckt, natürlich Print ist die Historie, digital und letztendlich aber auch in Form von Veranstaltungen, hauptsächlich Journalismus live. Trotzdem, Sie müssen ja auch immer vom Leser her denken und der Leser verbindet mit dem Handelsblatt, ich zumindest auch, zunächst einmal die Zeitung. Wie kriegen Sie das denn aus den Köpfen raus, dass Sie eigentlich überhaupt keine Zeitung mehr sind? Ja, natürlich sind wir auch noch eine Zeitung, eben auch noch. Und es gibt natürlich viele Leser, und die wollen wir auch überhaupt gar nicht vernachlässigen, die die Zeitung lieben und zu deren Gewohnheit es gehört, die gedruckte Zeitung zu lesen. Es gibt eben auch andere Zielgruppen. Oder es gibt Zielgruppen, die in kombinierter Form lesen. Print, vielleicht morgens, während des Tages, aber die mobilen Endgeräte benutzen und dann natürlich sehr froh sind, dass das Handelsblatt auch da eine moderne Form hat, den Inhalt anzubieten. Nun ist es so, bei Ihnen, Sie pendeln zwischen Berlin und Düsseldorf, das stelle ich mir relativ stressig vor, wenn man das jede Woche macht. In welchen Situationen können Sie auch mal Muße finden? Ja, also das stimmt, ich mache das jede Woche, das hat aber, oder fast jede Woche, wenn es die Terminlage hergibt. Es hat aber auch den Vorteil, wenn man es über eine gewisse Zeit macht, dass ich natürlich auch so ein paar Routinen einfach einstelle und ich glaube, sich da schon einigermaßen gut organisiert mit umgehen kann. Und was sind diese Routinen? Diese Routinen, Sie meinen jetzt das Kofferpacken, zum Flughafen fahren, genau zu wissen, dass der Flieger sowieso wieder Verspätung hat. Das, glaube ich, kann man, wenn man das schon seit 2 Jahren oder so macht, einfach ganz gut einplanen. Und Muße, natürlich sind auch die Flugzeiten immer ideal, sich ein paar Gedanken zu machen, bevor man ins Büro geht oder ins Wochenende fährt. Insofern, auch das versuche ich in irgendeiner Form für mich zu nutzen. Und wie lesen Sie das Handelsblatt? Ich persönlich lese es in erster Linie digital. Und wann und wie lesen Sie das Handelsblatt digital, im Flugzeug, in der Bahn? Das fängt bei mir ehrlich gesagt schon beim Aufstehen an. Dann schaue ich einmal in mein Postfach, schaue natürlich, was im Handelsblatt Morning Briefing von Gabor Steingart steht. Damit bin ich erstmal ganz gut auf den Tag vorbereitet. Schaue dann natürlich auf die mobile Website, auf unsere App. Das findet im Laufe des Tages regelmäßig statt, schaue aber natürlich auch in die Zeitung. Also das ist bei mir ja auch ein professioneller Teil, dass ich mir unsere Produkte gut angucke. Man kann ja praktisch seinen ganzen Tag mit dem Handelsblatt verbringen. Die Wirtschaftsclub-Veranstaltungen, die sind ja immer abends. Ist das so das Konzept, den Leuten praktisch eine Rundum-Vollversorgung zu bieten in einer kompletten Markenwelt? Ja, absolut. Also nicht nur, dass die Veranstaltungen meistens natürlich am Abend sind, weil die Leute dann Zeit haben. Unsere Zielgruppen sind ja in erster Linie berufstätig. Aber wir haben auch neben dem Morning Briefing, was ich ja gerade schon erwähnt habe, eine App für den Nachmittag, die Handelsblatt 10 App. Die erscheint ja jeden Nachmittag ab 16.30 Uhr, sodass wir schon versuchen, entlang der Lesegewohnheiten für jede Lebenssituation im Tagesablauf das passende Angebot zu haben. Wir verfolgen mit dem Wirtschaftsclub ganz stark diesen Community-Gedanken. Wir merken, dass es schon wichtig ist, natürlich haben wir unsere Business-Zielgruppe, sich in speziellen Communities auch wieder zu treffen. Welche spannenden Leute haben Sie schon getroffen im Wirtschaftsclub? Ich habe schon verschiedene spannende Leute getroffen. Ich habe schon Herrn Schäuble getroffen beim Deutschland-Dinner oder Herrn Zetsche, zuletzt bei Pathfinder in Berlin bei der großen Party. Also wichtige CEOs, Politiker, aber auch Leute aus der Unterhaltungsbranche, Julia Engelmann als Poetry Slammerin. Also sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig. Das ist auch der Anspruch unseres Programms. Horizont und Turi 2 TV.